Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Kanal vom Camper Thomas. Heute aus Augsburg beim ADAC Fahrtsicherheitstraining. Wir werden das Ganze ein bisschen kreuzen, auch mit Aufnahmen vom Camper Tobi, damit wir möglichst viele Einblicke geben können. Und wir haben heute hier wirklich ein tolles Bild, diese drei Exemplare. Und es geht, wie schon am Anfang erwähnt, um Fahrsicherheitstraining. Das heißt, das ist für den Camper wirklich ein wichtiges Nonplusultra. Wir sind mit mehr Gewicht unterwegs als in einem Pkw. Und auch dieses Gewicht gehört einfach in Gefahrensituationen unter Kontrolle gehalten. Wir haben einen professionellen Fahrer dabei. Das heißt, das Ganze wird wirklich professionell ablaufen. Wir werden das auf jeden Fall starten mit dem Fahrzeug vom Tobi. Und lasst euch überraschen. Gleich geht's los und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So, ihr Lieben, ihr seht, es geht los. Das, was ihr hier seht, ist kein Wasserrohrbruch, sondern hier wird schon Wasser auf die Strecke gebracht, um natürlich auch die Szenarien nasse Strecke zu simulieren. Wir haben in Tobi seinem Fahrzeug natürlich den Tobi selbst. Auch Markus fährt mit. Hier geht es nicht nur ums Filmen, sondern eben auch um zusätzliches Gewicht, um einen zusätzlichen Mitreisenden. Tobi, sein Bus ist nicht ausgeräumt. Er fährt ganz normal mit vollem Gewicht. Es ist Wasser drin. Es ist, glaube ich, sogar Abwasser im Abwassertank. Wir haben dann drei Personen mit an Bord. Und das heißt ordentlich Gewicht, so wie es ja beim Camper auch ist. Und jetzt geht das gleich richtig los. Die Jungs fahren dann auf die Strecke. Und dann lassen wir mal uns überraschen, was passiert. Herrlich unperfekt geht es mit mir weiter, aber perfekt wird unser Fahrsicherheitstrainer das Ganze gestalten. Wir sind jetzt auf der Strecke, haben die Startposition eingenommen und kommen jetzt hier noch mal kurz zu dir. Wir setzen jetzt dann auch gleich die Masken auf für die letzten Kritiker, wenn wir gemeinsam im Auto sitzen. Korrekte Sitzeinstellung, genau, ist ja immer so ein Thema. Entscheidendste, ne? Punkt. Ganz entscheidende Punkte sind diese Sitzen, Lenken und das Schauen. Allgemein dieses aufrechte Sitzen durch die Anordnung in so einem Camping, ja. Pedalerieanordnung, ja. Drucke ich mir sehr schnell oben aus dem Sitz raus. Das ja. heißt, wenn man da so gemütlich wie auf der Couch daheim ist, ja. schiebt man sich mal ganz schnell raus beim ja. Bremsen. Habe ich mir schon ja. selber ertappt, ja? Siehst du mal. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass man die Lehne gerade stehen hat. Ja. Und das Ganze ist auch nicht unbequem, sondern lediglich ungewohnt. Ja, eben. Gibt es auch einen ganz schnellen Versuch. Einfach verschränkt mal die Arme. Ja. Und dann wechselt es mal. Aha. So viel zur Gewohnheit. Dann werdet ihr ja gleich merken, das Ganze ist reine Gewohnheitssache. Selbst das richtige Anschnallen ist entscheidend. Ja. Anschnallen, nachziehen, die Luft hier rausbringen, ja, ja. dass der Beckengurt stramm ja, ansieht. Sonst macht das wenig Sinn. Ja, dann kann man auch mit dem Lenkrad arbeiten. Ja. Das Lenkrad hoch, runter oder auch entscheidend ranholen. Ja. Umso ja. näher das Lenkrad dran ist, umso sauberer und besser kann ich überhaupt ja. so lenken in meinem Fahrzeug. Ja, ja, klar. Und der Rest ist wieder, wie wir es eigentlich in der Fahrschule alle mal gelernt haben, mit dem leicht angewinkelten Arm. Keine durchgestreckten Arme, keine durchgestreckten Beine. Und jetzt kann man überhaupt das erste Mal starten. Also der Markus ist an Bord, auch der Tobi, die Türen sind geschlossen. Der Tournee setzt sich in Bewegung und beginnt mal hier mit Slalom. Auf der nassen Strecke. Geisten, was der Markus nicht kann, oder Markus? Nein, alles gut. So, ich bin gespannt. Wir hören jetzt gleich, wie ich ordentlich gepackt habe. Das Mikro ist in der Hand. Thomas steht hier. Ihr habt jetzt hier einen. Genau. Einen kleinen Handlingsparcours. Ja. Slalom, genau genommen. Teilweise glatt, teilweise griffiger Untergrund. Ja. Also auch wunderschön im Wechsel. Und nach der nassen Straße, nach dem Wasserparcours, kommt auch wieder ein trockenes Stück. Ein sehr kurvenreiches Stück. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, da kommen sie schon. Und da legt er sich richtig ins Zeug. Halleluja.
bisschen was draufpacken. Cool. Ja, und das immer busy. Das Entscheidendste ist einfach geschwindigkeitstechnisch. Immer von unten nach oben steigern ist einfach die gesündere Variante. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin da so ein schlechter Beifahrer. Hast du schönes Material? Ich glaube, das ist geil. Ich denke auch, oder? Richtig klasse. Ja, dann können wir doch gleich mal mit dem Bremsen weitermachen. Oh, ich wollte gerade sagen, wann geht ins Bremsen? Das wollte ich straffen, mein Gurt nochmal. Mir sitzt übrigens der Fan von wem, der ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Oben rechts. Ja, oben rechts sind immer die Links, ich vergesse schon alles. Das ist immer herrlich und perfekt geht's jetzt. Und jetzt bremsen wir mal mit schönen... Schauen wir mal, was mal rein. Halleluja. 80. 90. Und... Alter. Schön was. Es war mir ein Vergnügen. So, und da kommt er wieder in vollem Speed auf die nasse Fahrbahn. Wahnsinn! Sensationell! Ich hoffe, ihr könnt euch da reinfühlen. Sollen wir mal auf den Gleitbelag bremsen? Ach, einmal mal nur Gleitbelag, komm, ja. Jetzt wo wir schon da sind. Klar, völlig. Schieß los. Bin ich das? Ich hoffe nicht. Ich habe extra die Toilette ausgeräumt. Das war schon mal gut. Sehr gut. Campingtoilette ist immer wichtig, sonst ist die nachher nicht zur Verfügung. Der Gleitbelag, man findet ihn in der Realität 1:1 nie vor. Ja. Reibertechnisch, man könnte es so ein wenig vergleichen mit einem laubbedeckten Kopfsteinpflaster, ja, oder so leichte Schneedecke. Okay. Ah, also es ist schon glatt, aber das werden wir alle relativ schnell am Bremsweg jetzt sehen. Ja. Das heißt also, wir gehen jetzt in die Spur, wo die PKWs sind, so wie ich das einschätze. Ganz nicht. Achso, du drehst nur um. Alles klar. Okay. Ja, der Anlauf reicht, da braucht man gar nicht so hohe Geschwindigkeiten haben, weil da wird jetzt eh nicht so schnell zum Stehen kommen. Ja, alles klar. Schöne, ich schau mal rüber, 70. Boah, das ist ein langer Brett. Ich stehe voll auf der Bremse. Unfassbar, das waren ja locker 50 Meter, wo der Grund steht jetzt, oder? Genau. Wow. Total gemütlich eigentlich. Das war jetzt echt, das war jetzt wirklich entspannt, ja, auf dem Gleitbelag. Aber das ist jetzt vergleichbar mit dem Laub und genau, ein bisschen Schnee, oder? Genau. Hier. Super, super sicher zum Stehen gekommen. Ah, da rauchen die Bremsen. Das heißt, in solchen Situationen ist das Fahrzeug gefragt und alles befindet sich auf voller Belastung. Und ich denke, ein Fahrer, egal ob wir jetzt hier von 3,5 Tonnen sprechen oder höher, sollte einfach mal mit seinem Fahrzeug an die Grenzen gehen, damit er weiß, wie es reagiert und wie es in jeder Situation sicher zum Stehen bringt. Der Riesenvorteil, wer es noch im Kopf hat von vorhin, ja, wir haben Winterreifen drauf. Ja. Mit Sommerreifen geht das nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, sein. Ja, ja. Da okay, hätten wir den kompletten Belag bis zum Ende aus. Okay. Also kannst du sagen, ein Drittel mehr noch, oder wenn jetzt sogar das Doppelte fast, oder? Wow. Schon fast das Doppelte. Klar, es ist einfach ein glatter Untergrund. Hier habe ich natürlich wieder mit Winterreifen einen klaren Vorteil. Ja. Das ist logisch. Alles klar. Ist übrigens richtig schön hier, richtig idyllisches Fleckerl. Schön naturbelassen, Teich haben wir mit Enten, Frösche, alles da. Ja, das ist ein Kleinod hier, direkt neben der Autobahn, übrigens leicht zu finden, neben der A8. Ihr könnt das große Schild für das ADAC-Fahrsicherheitszentrum lesen, wenn ihr in Urlaub fahrt, irgendwo kommt ihr meistens hier vorbei. So, wir machen nochmal bei 70. Ja, und geht natürlich auch noch leicht aus der Spur. Ne? Wow. Eine Runde geht noch. Ich habe das Gefühl, die Jungs wären süchtig. Jawohl. Und wieder bravourös auf nasser Fahrbahn das Fahrzeug kontrolliert und zum Stehen gebracht. Aber wenn es der Fahrer nicht kann, wer denn dann? In diesem Fall herzlichen Glückwunsch an den Camper Tobi und den Camper Markus, die da mitfahren, aber auch an Tournee, denn man sieht,
das Fahrzeug hält, wenn man das mal so sagen kann. Ja, also so. Wirklich, ich bin froh, dass ich noch nicht in wirklich so gefährlichen Situationen war. Da poche ich jetzt mal auf. Was ist das hier? Kunststoff von der Armlehne vom Peugeot. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, das muss jeder. Muss jeder machen, möglichst bald. Ist so. Kann man den Appell wirklich nur weitergeben? Das ist beeindruckend. Und jetzt sind wir es nicht einmal selber gefahren. Jetzt macht es gerade der Profi und man schaut im Grunde nur zu. Also wenn man dann selber in der Verantwortung ist, einmal voll die Bremse zu drücken. Ich denke auch, das ist einem immer gar nicht so bewusst, gerade im Wohnmobilbereich, weil man immer nur an die schönen emotionalen Momente denkt, ja, nur Reisen und so weiter, aber an das dorthin kommen eigentlich gar nicht so, gell? Ja. Traum ist natürlich das ABS, was das Auto verbaut hat, da kann man Bremsen und Lenken leiten. Also falls man der Bremsweg nicht reisen soll, kann ich immer noch hier einen Lenkbefehl geben. Geht ganz gut, oder? Bist du zufrieden mit dem ABS? Du kennst ja wahrscheinlich hunderte von Fahrzeugtypen. Mehr oder weniger auf jeden Fall. Und noch einmal das Ganze, weil es so viel Spaß macht. Jawohl. Ja, man hat gesehen, da bricht das Ganze schon ein bisschen aus. Und das sind dann natürlich die Situationen, wo man sein Fahrzeug einfach sicher in der Hand haben muss. Ja, da merkt man, wie er kommt. Dann ist halt das Entscheidende hier dabei, cool zu bleiben an der Lenkung, bewusstes Lenken, ja, bewusste Lenkentscheidung zu treffen auch und nicht anfangen zu überreagieren. Mhm. Eine Überreaktion stattfinden lassen. Ja. Ja, ich glaube, die Jungs haben Spaß. Das sieht ganz danach aus, dass sie Spaß haben. Und immer wieder kommt das Fahrzeug sicher zum Stehen. Ihr seht, sobald hier Wasser auf die Bremsscheiben kommt, fangen die an zu rauchen. Das heißt, hier ist wirklich Belastung drauf, also da wird ihm nichts geschenkt, dem Tournee. Es ist ja auch ordentlich Gewicht noch mit an Bord, aber dafür sind die Fahrzeuge auch gebaut und dem müssen sie natürlich auch standhalten.